Hallo und herzlich willkommen bei Klaus Grill, feines Grillen Barbecue. Heute machen wir was Cooles wie Grillen heute mit sowas hier, mit einer Tagine. Und was das ist und wie das schmeckt und warum man das so macht, zeige ich euch gleich. Viel Spaß dabei. So eine Tagine besteht aus zwei Teilen, also Unterteil sitzt schon hier auf dem Grill, wird volle Pulloff geheizt und Oberteil sollte kalt bleiben. Wird immer benutzt, mit, also nicht mit indirekter Hitze, sondern immer mit direkter Hitze von unten. Kommt aus dem nordafrikanischen Raum, wird eigentlich aus gebranntem Lehm hergestellt. Hier ist die Untervariante aber aus Guss. Und hier oben ist so ein Tondeckel, der glasiert ist. Ist eigentlich für uns in Mitteleuropa ein bisschen angenehmer zu benutzen. Du musst nicht vorwässern, sondern kannst das Ding benutzen, wie du möchtest. Hatte ich lange Zeit nicht auf dem Stift, irgendwie auf dem Zettel. Aber bei Grillfürst habe ich abonniert, da kann ich euch tatsächlich raten, den Newsletter zu abonnieren. Da kriegst du nämlich immer Sonderposten. Jeden Sonntag, Vormittag kommt da eine E-Mail mit Sonderposten und den besten Angeboten. Und da war das Ding, ich glaube, das Original von Outdoor-Chef, war runtergesetzt von 119 Euro, meine ich, auf knappe 30 Euro. Und da gibt es natürlich gesagt, da schlage ich jetzt zu. Und wenn man ganz clever ist, benutzt man gleichzeitig noch den Code Klaus. Und dann kriegst du noch ein paar Gratis-Geschenke mit dazu. Aber wir wollen nicht zu weit in Werbung gehen. Also so ein, das ist eine Tagine, funktioniert im Prinzip, dass hier unten drin praktisch jetzt alles anfängt zu brutzeln. Hier oben kommt noch ein Schluck Wasser drin. Und dann kondensiert das Wasser immer am Deckel und bleibt alles richtig schön saftig. Soweit erstmal die graue Theorie. Dann habe ich mir angeguckt, ja, was gibt es in Nordafrika, was macht man da für Gerichte mit? Und ich muss mir jetzt ehrlich sagen, das fand ich alles nicht prall. Also jetzt no hate. Aber die nordafrikanische Küche und ich, naja, wir werden uns sicherlich mehr über den Weg laufen, aber die dicksten Freunde werden wir nicht. Deshalb habe ich gesagt, ich mache so eine klassische Osteuropa-Nummer da drin, wo es bestimmt ein ähnliches Gericht gibt, aber so ein bisschen daran angelehnt. Und zwar machen wir, was ich sehr geil Produkt finde, Buchweizen, gibt es in jedem russischen Supermarkt. Und guck mal hier drin, das sind so eine kleinen, ja, wie kleine Bucheckern sehen die aus, so eine kleine Körner. Total geil, die sind angeröstet. Mega, mega Geschmack drin. Und um mehr Geschmack hinzukriegen, haben wir noch zwei ganz kleine Haxen hier, ein Strang Rippchen, 500 Gramm Rindergulasch, zwei kleine gehackte Zwiebeln, 10 so eine sauer eingelegten Kirschtomaten. Wenn ihr die eingelegten Kirschtomaten nicht habt, dann nehmt ihr halt normale, tut es notfalls auch. Und habe hier 1,2 Liter Brühe, die habe ich gemacht also mit Dutch-Ofenzauber angesetzt, aber so, dass er relativ kräftig und würzig ist, weil der Buchweizen zieht nachher noch jede Menge und das Fleisch ist ungewürzt. Da braucht man schon ein bisschen Druck drin. Dann habe ich hier noch ein bisschen Öl, einen Wender und natürlich wie immer, wenn wir grillen, scharfes Messer und ein Brett. Die Haxen lassen wir hier im Kompletten und die Rippchen, die teilen wir hier auf. Die schneide ich mir jetzt gerne von hinten, dann siehst du nämlich direkt, wo die zusammen sind. Und dann kannst du das Messer schon durchgeschnitten. Also ganz easy gemacht. Als allererstes ein bisschen Öl unten drin. Und dann gleich unser Fleisch oben drauf. Nicht gleich alles mit einmal, sondern Stück für Stück anbraten. Super, dadurch, dass das Unterteil aus Guss ist, hat das Ding jetzt auch richtig schön Schub und das geht auch super schnell beim Anbraten. Könnte man das jetzt direkt auf dem Rost anbraten? Könnte man machen, aber so hat man noch schön diesen Bratensatz, der hier unten drin bleibt, der natürlich nachher schön Geschmack mit ins Essen bringt. Guck mal, wenn die Rippchen genau so aussehen, dann können die raus. Und dann kommt noch gleich unser Gulasch hinterher. Das ist jetzt reine Rindergulasch, oder? Genau, reine Rindergulasch. So, und immer rühren, rühren und rühren. Und nach ganz kurzer Zeit auch das Rindergulasch raus. Dann kriegen natürlich unsere Haxen noch einmal ordentlich Temperatur. Die wieder super schnell umdrehen. Und wenn wir so gedreht haben, dann können wir schon die Tomaten und die Zwiebeln dazugeben. Aber wenn ich jetzt so eine Tagine mit habe, ja, Könnte ich das auch im Dutch-Ofen machen? Genau. Also kannst du genauso im Dutch-Ofen machen, Unterteil und nachher den Deckel draufsetzen. Funktioniert nicht genauso, aber sehr, sehr ähnlich. Dann kippe ich jetzt hier unsere Brühe an und gebe das angebratene Fleisch wieder dazu. Also die Rippchen und das Gulasch, das muss nicht nur drin liegen, wie gesagt, das ist so schön, wenn oben drauf liegt, dann dämpft es so ein bisschen. Dann setzen wir den Deckel auf. Was jetzt überkocht, kocht über, das passiert nicht. Wir geben hier oben ein bisschen Wasser rein in den Deckel.
Die Tütendecke Brenner rechts aus, Brenner links aus und lassen nur noch die Brenner unter der Tajin volle Pulle an. Ganz wichtig bei der Aktion, Deckel offen lassen. Also sonst immer Deckel zu, Tajin, Deckel offen, nur Hitze von unten nehmen. Lange wird das jetzt etwa dauern? Noch, wir lassen jetzt mal ein Stündchen, anderthalb, so hier ein bisschen schön alle mürbe werden. Gibst du immer wieder oben Wasser rauf? Ich gucke immer wieder von Zeit zu Zeit nach und normalerweise ist es so, dass bei der Tajin nicht so viel Wasser verschwindet, weil das ja alle diesen Kreislauf in den Deckel hat. Falls doch, einfach einen Schluck Wasser nach. Nach anderthalb Stunden seid ihr bestimmt gespannt, wie die Sache aussieht. Und ich öffne mal hier den Deckel. Oh, alles herrlich schön weich, schon fast zerfallig. Hier fällt mir sehr gut. Die sammeln wir jetzt die großen Stücke raus. Das heißt, die Rippchen und die Haxen. Das Gulasch bleibt einfach drin. Da machen wir uns keine große Mühe mit. Das kann erstmal bleiben, wo es ist. So, und dann füllen wir jetzt hier mit 8 großen Esslöffeln Buchweizen auf. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Grün den eh mal unter. Ach komm, mach mal 10. Passt auch 10. Jetzt ist der hier schön drin. Dann kommt unser Fleisch wieder oben drüber. Deckel oben drauf. Ich kann inzwischen nicht runterstellen. Jetzt gehen wir wieder ein bisschen mehr Hitze drauf, dass es jetzt eben mal richtig wieder anfängt zu kochen. Und dann lassen wir dann 10 Minuten da drin kochen und dann machen wir alles aus und lassen es noch eine Stunde ganz entspannt in der Tajin nachziehen. So muss es aussehen nach 10 Minuten. Blubbern und brutzeln da drin. Mega. Also Deckel schnell wieder runter und vor allem ausmachen. Jetzt mache ich aber folgendes. Jetzt mache ich wieder den Deckel von dem Grill runter. Weil jetzt kannst du in aller Ruhe nachziehen und ob jetzt der Deckel oben ein bisschen wärmer wird oder nicht, ist jetzt egal, weil die Temperatur in dem Grill ja eh runterfällt und der Deckel hier auch ja nicht heiß geworden ist, weil er die ganze Zeit offen war. Jetzt gucken wir mal, ob sich das Warten gelohnt hat. Und zwar hier, tata. Genau so muss es aussehen. Schön oben das Fleisch runter, unten drunter der Buchweizen. Wie ihr aber sehen kann, ich glaube, der hat das Wasser komplett aufgezogen. Und wir nehmen mal runter. Mein schönes, das kannst du direkt so auf den Tisch stellen und jeder nimmt sich, was er möchte. Also wer eine Haxe will, nimmt sich eine Haxe. Gut, sieht direkt nach mir aus. Hier unten natürlich Buchweizen mit dem Gulasch dazu, immer lecker. Und vor allem hier ein Rippchen. Mega, und dann hat man gleich so einen kleinen Lustigen-Teller für sich parat. Mit Fetten, Proteinen und Kohlenhydraten. In einer völlig unvernünftigen Mischung. Aber es riecht lecker. Riecht lecker. Mega. Also ich fange mal an hier mit Buchweizen und ein bisschen von dem Fleisch. Das sieht herrlich aus, oder? Also jeder von euch, der Buchweizen noch nicht kennt. Na klar, Mann, aber was schmeckt denn das? Woher schmeckt der? Immer kröstig. Ein bisschen wie Reis, ein bisschen wie Perlgraupen, so in der Richtung. Also es ist eher so ein mittelalterlicher Reisersatz, würde ich mal sagen. Aber viel herzhafter, viel aromatischer. Das ist auch schon am Kosten. Schmeckt ein bisschen nach frischem Brot, würde ich sagen. Ja, ein bisschen nach frischem Brot. So, okay, seht, war schon mal sehr schnell. Guck mal, wie die Rippchen darüber geworden ist. Guck mal hier. Nackter Knochen. Schön. Schön, dass es da so. Ist jetzt natürlich mehr gekocht als gegrillt, war, aber scheiß doch was drauf. Hier das Fleisch aus der Haxe. Oh, warum habe ich jetzt keinen Senf? Senf wäre jetzt das Richtige. Guck mal hier. Schön. Haxe mit allem drum und dran. Schön faserig. Ist da unten Senf? Ja. Ja, weil ich war gerade auf, wir haben Wetten, das Filme und gib dem Mann gleichzeitig Senf. Wie haben wir denn da? Honigsenf. Honigsenf. Also, dann machen wir so Honigsenf drauf. Ah, guck mal hier, mit ordentlich Honigsenf auf euch, René Hohlebörne. Ohne Scheiß. Da ist alles dabei.
was das Leben schöner macht. Und ich meine, mit so einer Tagine macht wirklich Spaß, anzubraten, köcheln zu lassen, abzulöschen, wieder aufzuschichten, nachziehen zu lassen. Vor allem, du kannst auf jedem Holzkohlegrill machen, du kannst das Ding theoretisch auf Kohlen stellen. Du brauchst keinen Deckel zu. Eine völlig andere Art des Grills, ein bisschen so wie Dutch Oven, ein bisschen wie Kasan, aber dann doch wieder irgendwie nicht und dann doch wieder irgendwie anders. Und wie gesagt, wenn so ein Ding mal im Angebot ist, macht es Sinn, sowas mitzunehmen. Das erweitert einfach die Möglichkeiten, die man auf dem Grill hat. Und selbst wenn man die nordafrikanische Küche, so wie ich, nicht so wertzuschätzen weiß, wie sie es eigentlich verdient, sagen wir mal so, hat man damit trotzdem Spaß. Wenn ihr Spaß an diesem Video hattet, freue ich mich über einen Daumen nach oben, den einen oder anderen wohlwollenden Kommentar oder vielleicht sogar über ein Abo. Von daher bis zum nächsten Mal. Klaus grillt, feines Grillen-Barbecue. Macht's gut.